aber eigentlich geht es hier rum. Und zwar sind die Scheinwerfer nicht wirklich gut in dem Wagen oder die Birnen. Und jetzt habe ich hier natürlich ein paar Osram Nightbreaker Laser, die Nachfolger von der Nightbreaker Limited. Ich denke mal, das ist das Beste, was man aus alten Scheinwerfern rausholen kann. Von daher, für 20 Euro kann man nicht meckern. Bauen wir sie einmal ein. Trifa GmbH, das sieht mir irgendwie billig aus. Raus damit. So, hier sieht das noch gar nicht so anders aus. Bisschen weißer als nicht so gelb. Aber ja, weniger gelb, und ich gehe davon aus, ist die schon deutlich heller. Allein nur vom Draufgucken. Man sieht es sogar auf der Kamera, sehe ich gerade. Noch die andere Seite, und dann widmen wir uns dem Radio. Was lustig ist, seht ihr vielleicht, da ist keine Kappe drauf. Fahren den Scheinwerfer noch nicht dran. Ich sehe gerade, die Kappe liegt da unten. Und ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll, außer die Unterbodenverkleidung zu machen. Du warst von keinem Bock drauf. Hier sieht man nochmal beide neu. Sieht schon deutlich besser aus.